Herzliches Willkommen. Das Thema des zweiten Vortrages ist Rechtsschutz vor computerimplementierten Erfindungen. Vom Kunstwerk zum Softwarepatent. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Felix von Kurten, ich bin Jurist. Mein Interessenschwerpunkt ist der gewerbliche Rechtsschutz, Schwerpunktthema Softwareentwicklung, Urheberrecht, ein bisschen Patentrecht. Ich bin kein Patentanwalt, aber jedenfalls da liegen meine Interessenschwerpunkte. Patentfrei.de, das ist eine Initiative, in der ich angehöre. Das ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, kleinen mittelständischen Unternehmen, freiberuflichen Softwareentwicklern, IT-Interessierten, die sich gegen die Patentierbarkeit von Software wenden. So, das Thema ist eng gefasst und es soll durchaus tendenziös sein. Es soll ein Abstieg sein von einem Kunstwerk hinunter zu einem Softwarepatent. Also ich werde einen ganz kurzen Überblick geben des Vortrages. Also der erste Schwerpunkt ist der Urheberrechtsschutz in der Softwareentwicklung, die rechtliche Lage in Deutschland und was daraus für den Softwareentwickler folgt. Also die Kennzahl, also ganz grob dargestellt, die Merkmale des Urheberrechtsschutzes und was der Softwareentwickler davon hat. Dann werde ich einen Ausflug machen in die Patentierbarkeit von Software, hochumstritten. Hochumstritten, die bisherige Situation, und da werde ich dann auch die Gefahren erläutern, die Konsequenzen, was das heißt, wenn eine Software patentiert werden kann, was das bedeutet für den Softwareentwickler. Und dann, ein Vorredner hat mir gesagt, ich sollte die Softwareentwickler aufmuntern, dass es sich noch weiterhin lohnt zu programmieren und dass man nicht glauben muss, dass sobald man den Rechner anknipst, ja, dass man Schadensersatzansprüchen in Gefahr läuft. Also ich will da ein bisschen euch ermutigen. Ich werde also abstellen, was kann man machen, wenn man wegen einer Patentstreitigkeit in Anspruch genommen wird. Ja? Und wie kann man geeignete Maßnahmen zur Risikovorsorge treffen? Und ein dritter Punkt ist da nicht dabei, aber ich müsste lügen, wenn ich nicht ein Interessenvertreter wäre, eine Aufforderung oder eine Ermunterung bei Patentfrei mitzumachen. Ja, keine Angst, das ist keine Verkaufsveranstaltung. Ich bin kein Versicherungsvertreter. Also Sie werden keiner Sekte beitreten müssen. Ihren Staubsauger können Sie behalten. Die Zeitung müssen Sie auch nicht wechseln. So, das ist jetzt erstmal die rechtliche Lage. Das ist ein bisschen trocken. Die Europäische Software-Richtlinie. So, die Europäische Software-Richtlinie ist eigentlich das Grundfundament für alle Staaten der Europäischen Union. Hat auch Einfluss auf die deutsche Urheberrechtsgebung. Also ich müsste lügen, wenn ich sage, dass mindestens 70% der Gesetze im Deutschen Bundestag aufgrund von Richtlinien der EU verabschiedet werden. Ja, so ist die Lage. Das ist im Urheberrechtsschutz nicht anders. Ja. Da kann man zum Beispiel sehen, dass Computerprogramme als literarische Werke zu gelten haben. Ein Softwareprogramm ist ein vergleichbar mit einem geschriebenen Text. So, in Deutschland ist das umgesetzt durch dieses Urheberrechtsgesetz, § 2 Absatz 1 Urheberrechtsgesetz. Ja. Da ist es nochmal explizit aufgeführt, zu den geschützten Werken gehören insbesondere Computerprogramme. Zum Thema Computerprogramme, da kommen wir noch dazu. Ja. Und jetzt ist es so, kurzer, was verstehe ich unter Software, was versteht Patentfrei unter Software? Es gibt hunderte verschiedene Definitionen von Software. Ich versuche das mal einzugrenzen. Ja, ich versuche das mal so zu definieren, dass wir das abziehen von der Hardware. Alles, was nicht Hardware ist, innerhalb eines Computers oder eines technischen Gegenstandes, ja, mit Mikroprozessoren, sei es ein Mikrocontroller oder irgendwie ein Router oder sonst irgendwas oder der kleine iPod, ja, der könnte Software enthalten. Um das noch mal ein bisschen zu verständlich zu machen, ja, wird er in erster Linie verstehen, die aktive Daten für Software.
aktive Datencode, die was ausführen. Kann auch natürlich passiv sein. Ja? So, und das zusammengefasst, ja, das ist der Schutzgegenstand dieser europäischen Softwarerichtlinie, der alten europäischen Softwarerichtlinie, noch gültigen Softwarerichtlinie und des deutschen Urheberrechts. So, jetzt ist es so, was bedeutet das für den Softwareentwickler? Also in erster Linie wird der Softwareentwickler geschützt durch gewerbliche Schutzrechte. So, das ist in erster Linie in Deutschland das Urheberrecht. Manche schlaue Leute in der Softwareentwicklung, ein bekanntes Betriebssystem aus Redmond, ja, das lässt sich auch teilweise Code implementieren durch Patentrecht schützen. So, und was sollte der Softwareentwickler damit machen? Ja, was kann er damit machen? Er kann es vertreiben, verkaufen, sein Produkt, er kann es vermieten, er kann es auch benutzen, er kann es veröffentlichen und er kann es beliebig vervielfältigen. Er kann seine Rechte natürlich auch durch gewisse Lizenzierungsabkommen verkaufen, abtreten. So, und er kann es viel, viel mehr. Das ist ja nur eine beispielhafte Aufzählung. So, Schutz des geistigen Eigentums, das klingt ein bisschen hochtrabend, aber in erster Linie, die entwickelte Software könnte durch zwei verschiedene unterschiedliche Konzepte geschützt werden. Da haben wir zum Ersten das Urheberrecht. Das Urheberrechtsschutz schützt die Rechte an der geschriebenen Software. Das Urheberrecht konzentriert sich auf den geschriebenen Text, auf den geschriebenen Code. Egal auf welchem Medium dieser Code abgebildet ist. So, und dagegen der Patentschutz, ja, der, ein ganz anderes Konzept, der sichert ein Monopol auf eine softwarebezogene Erfindung. Ja. Ich kann doch den Code vervielfältigen. Wenn ein Redner eine Rede hält, da sind drei Hörer, da war dann noch ein Viertel, ist er dann vervielfältigt? Ist doch sinnvoll. Ich meine damit veröffentlichen an einer unbegrenzten Zahl. Das steht auf dem Datenträger. Wenn ich den Daten noch einen Datenträger nebenlege und notiere, dann habe ich vielleicht den, ja, Datenträger vervielfältigt. Aber die Information, die war schon immer irgendwie. Nein, aber ich meine ja die Information vervielfältigt. Also die. Nein, ich meine den Code. Also ich verstehe vielleicht nicht die Frage. Das kann schon sein. Ja, bitte. Ja. So meine ich das. So, ja, bitte. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Die Frage legt natürlich den Finger in die offene Wunde der Juristen. Letztlich überzeugen kann es kein Jurist begründen. Es ist einfach eine BGH-Entscheidung gewesen, die gesagt hat, Code beim Downloaden werden die betriebliche Sachen behandelt, juristisch. Das ist eine willkürliche Festlegung. Man hätte es auch andersrum machen können. Danke. So, ich werde mal ganz kurz die Merkmale des Urheberrechtsschutzes darstellen, ja. Die typischen Merkmale ist, also der Urheberrechtsschutz, der gilt ab Erstellung der Software. Das ist im Patentsystem anders, da werden wir noch drauf kommen. Der Urheberrechtsschutz ist für den Softwareentwickler in erster Linie kostenfrei. Ja, er gilt sofort. Ja, Urheberrechtsschutz grundsätzlich 70 Jahre bis nach dem Tod des Urheberrechts. So, dann, was auch wichtig ist für die Softwareentwickler, die Offenlegung des Quellcodes ist nicht erforderlich für einen Urheberrechtsschutz. Ich entwickle meine Software im stillen Kämmerlein, ja, und habe bereits den ersten Urheberrechtsschutz. So, was hat das für Konsequenzen für euch Softwareentwickler? Der Urheberrechtsschutz gilt für alle Softwareentwickler, ja, für alle unabhängig nach Größe,
des Programms nach beruflicher Stellung und nach Angesehen aller Personen. So, und der Urheberrechtsschutz, der gilt sofort und gilt auch unabhängig, ja, unabhängig zum Beispiel auch dann, wenn zu einem Problem oder eine Problemstellung eines Auftraggebers verschiedener Code geschrieben wird. Wenn zum Beispiel sogar unterschiedliche Lösungswege in einer Form eines Programms geschrieben werden, ja, gilt für jeden der Urheberrechtsschutz. So, und das Praktische ist, ja, ich kann damit meinen Code verwerten. So, und jetzt machen wir mal einen Sprung über das Patentwesen, über die Patentierbarkeit von Software. Es gibt ein europäisches Patentübereinkommen, ja, das legt den Rechtsrahmen, steckt den Rechtsrahmen. Ja. Und das europäische Patentübereinkommen kann ja nicht gleich Rechte der EU total brüskieren. Also das haben sie sich noch nicht getraut. Ja. Da steht zum Beispiel in Artikel 52 Absatz 2, als Erfindung im Sinne des Absatzes 1. Erfindung im Sinne des Absatzes 1 sind Patente, schutzwertige Patente. Ja? Werden insbesondere nicht angesehen, und da haben wir hier Programme für Datenverarbeitungsanlagen. Ja? Anderer Begriff, aber kommt unserer Software-Definition doch sehr nahe. Man kann das eigentlich schon auch durchaus darunter subsumieren. Und jetzt aber ist eine Einschränkung. Und das ist der Streitpunkt für alle Juristen. Ja, es geht nämlich um die Software als solche. So, da steht drin, nur insoweit entgegen, ja, dass das auf die genannten Gegenstände in Absatz 3, in Absatz 2 als solche bezieht. So, wir werden das gleich exemplarisch sehen am deutschen Patentrecht. Ja, da haben wir hier wieder. Erfindungen werden nicht, insbesondere nicht angesehen, also als Patente nicht angesehen, Programme für Datenverarbeitungsanlage. So, und dann haben wir wieder den unseligen Absatz 4, diese unselige Einschränkung als solche. Ich sage das mal provokativ, dieser Absatz 4 ist eigentlich ein Zugeständnis einer intensiven Lobbyarbeit von großen Softwareentwicklern. Das ist eigentlich die Ursache, dass diese Einschränkung da drin ist. Und diese Einschränkung sorgt auch für Streit, für Diskussionen. So, wir fassen jetzt mal ganz kurz zusammen. Grundsatz, die Software ist heute noch nach wie vor von einer Patentierbarkeit ausgeschlossen. So, Streit gibt es nur darüber, ja, was in erster Linie Software als solches. Die sagen also, die Befürworter von Patentierbarkeit von Software sagen, oder die Interessenvertreter sagen, ja, ja, okay, das bezieht sich ja nur auf Software als solche. Ja, und jetzt ist, da ist die Diskussion offen. Was ist Software als solche? Ja, der reine Text, doch das Verfahren, die Implementation, ja, das ist ein Gespräch. So, und da können Sie sehen, die Praxis der Patentämter, sage ich für meine Begriffe aus dem Standpunkt der Initiative Patentfrei, ist contra legem. Im Europäischen Patentamt werden bereits Patente für Softwareentwicklung erteilt. Diese Zahl 30.000 ist geschätzt, dafür gibt es aber auch eine Quelle, ja. Am Ende des Vortrages werden auch die Quellen dargestellt. Also das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, sondern das ist auch tatsächlich. So ein bekannter Hinweis ist also einfach auch so, ein sehr großer Teil wird von außereuropäischen Unternehmen mit Sitz in den USA angemeldet. Ja. Die USA sind da sehr viel weiter mit Patentierbarkeit von Software. Da ist die Diskussion noch viel unsäglicher. So, was bedeutet Patentrecht für Softwareentwickler? So, wenn ich eine Software unter, ich sage es mal in Anführungsstrichen, unter Patentschutz stellen müsste,
muss ich sie anmelden, muss ich ein Anmeldungsverfahren. Ja? Und gilt maximal 20 Jahre ab Antragseinreichung. Und der Spaß, der kostet natürlich was. Ja? Ich muss einen Patentanwalt beauftragen, ich muss die Gebührenordnung, ich muss sorgen für die Übersetzungen in den einzelnen europäischen Landessprachen. Es ist ein langwieriges Verfahren, ein Prüfungsverfahren, müssen durch, nicht ganz billig. Kann also nicht der kleine Freiberufler leisten, der in seinem Kämmerlein sitzt und seinen Code schreibt, der Freelancer oder das kleine mittelständische Unternehmen. Eher 100.000 Euro. Also die Zahlen sind jetzt in Wind geschützt. Also es gibt von Patentfrei eine Broschüre, was sowas kostet, auf www.patentfrei.de im Downloads-Sektor. Ja, also wenn ich jetzt so Zahlen, also das orientiert sich eher an 100.000 Euro als an 100 Euro. Ja, und man sieht es auch ganz deutlich, wer meldet Patente an? Es sind Unternehmen ab einer gewissen Größe, ab einer gewissen Umsatzstärke, wirtschaftlichen Potenz, sage ich mal so. So, ja bitte? Also mich wundert diese Zahl 100.000 Euro, muss ich sagen. Also ich habe mich selbst mal informiert, da kam eher so die Anmeldegebühr, glaube ich, so 250 Euro. Wenn Sie damit rechnen, wenn Sie ein Softwarepatent anmelden, dann kann ich Ihnen garantieren, dass Sie einen Rechtsstreit provozieren. Und die Kosten des Rechtsstreites, ja, die belaufen sich auf 100.000. Ja. Aus der Praxis kann ich nur sagen, ich melde keine Patente an, aber das, die große Hürde bei der Patentanmeldung, auch der Markenanmeldung, ist die Recherche, ob es schon jemand vor einem gemacht hat. Und die kostet erstmal. Unter 10.000 Euro braucht man da gar nicht hingehen, da wird man gar nicht angenommen. Die Leute sind alle sehr überlastet, Wartezeiten manchmal ein, zwei Jahre. Und man muss ja auch einen Spezialisten finden, der gerade das Gebiet so ein bisschen überschaut. Und also wenn da jemand Patentanwalt sagt, der da spezialisiert ist, ich will 50.000 als Vorschuss haben, würde mich das nicht überraschen. Und dann kommt man eben auf diese Zahlen. Wenn ich von der Kostenlastigkeit rede, dann meine ich nicht nur die Anmeldegebühren. Ja? Also da würde ich euch einen schlechten, ja, das kostet 400 Euro oder 250 Euro, ja, und mehr kostet nicht, ja, aber das stimmt ja nicht. Sie müssen ja erst mal schauen, erstens die Recherche, dann natürlich müssen Sie vielleicht irgendwie auch nachweisen können, dass es tatsächlich neu ist, ja, dass diese Software tatsächlich eine Eigenschaft an Technizität hat, ja, und dass das nicht irgendwie nicht naheliegend oder dass das nicht irgendwie schon irgendwo ein Bauteil eines anderen Programms ist, ja. Viele Codes werden ja in der Software einfach übernommen. Ich meine, das Rad wird nicht immer neu erfunden. Ja? Und was viele Softwarebefürworter nicht bedenken, das ist, dass diese Erfindung, dass eigentlich auch der Quellcode offengelegt werden muss. Konsequenterweise müsste er offengelegt werden. Ja? Nennenswerte Fälle, wo jemand wirklich ein Softwarepatent durchgeklagt hat? Ach ja, also ich weiß, dass also, ja, wenn mein Freund Bill Gates gesagt hat, dass Linux Teile von Microsoft Code verletzt. Ja. Und das war natürlich. Investiere ich doch nicht 100.000 Euro, damit ich ein bisschen drohen kann, um das dann doch nicht durchzuklagen. Also ich kann ein Beispiel, ist die, was eine Diskussion auf der bundesdeutschen Ebene sagt, das ist das Antiblockiersystem. Ja, da wurde, das war ein Sündenfall vom Bundesgerichtshof, ja, das halten für Juristen auch für falsch, diese Entscheidung, aber die haben gesagt, diese Software, die das System steuert, ja, die ist patentwürdig. Das wurde höchst richterlich bestätigt. Also da hat, war das Mercedes-Benz, ja, Daimler-Benz oder ich weiß es jetzt nicht, aber jedenfalls, das war schon ein Anfang. Wurde es denn dann auch gegen einen Konkurrenten durchgeklagt? Ja, es wurde, also der Fall war, wurde gegen einen, ja, bitte. Ja, sagen wir, Beispiel für ein durchgesetztes Softwarepatent ist die Implementation. Zum Beispiel,
da wäre ich dann das nächste Mal drauf gekommen. Wobei es ist in erster Linie, die reden sich darauf heraus, dass das ein Verfahrenspatent war, dass dieses Verfahren geschützt wird. Naja, kann man sagen, also in erster Linie, wir sagen, der Code wurde geschützt. Ja? Der Code sollte geschützt werden. So. Was heißt ein Papierfall? Muss technisch sein? Ja. Also Sie müssen sich das mal so vorstellen. Das grundsätzliche, das ursprüngliche Patentsystem. Sie stellen dem Patentprüfer ein Gerät auf den Tisch, was man anlangen kann. Und das rattert, das pfeift, das dampft und sagt, schau mal her, dieses kann es so und so, das hat es noch nie gegeben. Ja? Das ist so die klassische Vorstellung des Patentrechts. Ja? Die Eigenschaft, also es ist in erster Linie ein Abgrenzungskriterium, was wir auch weiterhin behalten wollen, ist die Technizität. Ja? So ein Kunstwerk, so ein gemaltes Bild, ja? Das ist nicht technisch in dem Sinne. Das ist kein technischer, das ist ein Produkt, das ist ein fertiggestelltes, das habe ich jetzt gepinselt oder den Text habe ich abgeschrieben und fertig ist. Gerade zum Begriff Technizität hat man aber ja das Problem, dass auch unter Juristen sehr umstritten ist, was denn darunter zu verstehen ist. Teilweise ja. Argumentiert die bloße Tatsache, dass eine Programmnummer von einem Mikroprozessor abgearbeitet wird, macht das Ganze zu einer technischen Angelegenheit, damit ist im Prinzip jedes Programm technisch. Ja. Und insofern patentierbar. Die Gegenargumentation ist, was als Argumentationshilfe gebracht wird, aber sich leider bisher auch nicht durchgesetzt hat, ist die Definition der unmittelbaren Beeinflussung von Naturkräften, ja. Damit nicht die Ein- und Ausgabe und Datenverarbeitung gemeint ist, sondern das wäre das Beispiel mit dem ABS, der Mikrocontroller, in dem die ABS-Steuersoftware läuft, hat eine unmittelbare Auswirkung auf Naturkräfte, nämlich auf die Bremsen. Das heißt, da wird kein Rad abgebremst. Moment, da sagen natürlich unsere Leute, das hätte dann das Naturkräftekriterium erfüllt, wenn das eine reine ASIC-Schaltung, wenn das eine reine Verschaltung gewesen wäre. Ja, ohne irgendwelche geschriebenen, wenn der Algorithmus nur umgesetzt worden würde in einer reinen Schaltungsreihe hintereinander. Ja? Da wird es natürlich schon schwierig. Was ist denn Moment, ich komme jetzt nochmal auf die Technizität. Die Technizität ist kein leider. Man kann nicht sagen, man kann nicht einfach darstellen, wann ist ein Gegenstand patentierbar oder wann nicht, wann ist ein Gegenstand technisch oder nicht. Das ist, ich meine, Technizität ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Also ich kann nicht sagen, technische Begriff ist so wie ein Ausdruck wie 2 plus 2 ist gleich 4. Das geht nicht. Das ist also. Der Jurist sagt nicht 2 plus 2 ist gleich 4, sondern sagt 2 plus 2 ist gleich, na, es kommt drauf an. Ja? Und leider kommt es bei dieser Technizität in juristischen Streitfällen drauf an. Und wie kann man natürlich jetzt Abgrenzungskriterien auf die Schöpfungshöhe, ja, eben auch sehr gut gekommen auf dieses Naturkräftekriterium, ja? Und was wir sagen, also der geschriebene Code kann kein technisches Merkmal erfüllen, weil da gibt es keine Naturkräfte. Ich kann die Software theoretisch ja auch weg vom Gegenstand ziehen, ja, und die Software für andere Zwecke einsetzen. Ja? 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 Auch. Auch ein gutes Argument. Ich habe mal zum Beispiel, es ist auch genauso dumm, wenn man anfängt, mal mathematische Algorithmen zu patentieren. Ja, wollen Sie wirklich sagen, hallo, ich melde jetzt ein Patent auf die Addition und auf die Subtraktion, auf die Division und auf die Multiplikation an. Ja, sag zu jedem Kinderlein, du Kinderlein, wenn ihr wirklich subtrahieren, rechnen will, dann müsst ihr mit Lizenzgebühren zahlen. Ja, völlig absurd natürlich. Ja, ein Merkmal an der Technizität, wo die Technizität bestimmt wird, ist natürlich Naturkräfte und die Trivialität.
Ja? Wenn man sagt, okay, dieser geschriebene Code, der diese Maschine stellt, ist trivial, das kann ein anderer Programmierer auch. Ja, war das eine Frage? Ja, noch als Ergänzung zu der Geschichte, ich sage mal, rein hart verdrahtete Logik in Angrenzung zur Software. Das heißt, im Programmierer Mikrocontroller, ja, versus direkte Hardware-Schaltung. Ja. Dann komme ich gerade in der heutigen Technik natürlich mit so Dingen wie FPGAs, wie Programmable Gate Arrays. Ja. Weil das ist einerseits Hardware-Logik, andererseits ist sie rekonfigurierbar. Das heißt, ich habe eine Software-Komponente. Ich kann in VHDL eine Beschreibung für ein FPGA schreiben. Ja. Ist das FPGA, was ich da habe, ist das Hardware oder ist das Software? Was ich dann tatsächlich benutze. Okay. Ist ein Grenzfall. Klar, ist ein Grenzfall. Aber ich meine, also wenn ich von der Maschine argumentiere, ja klar, ist es Hardware. Wenn ich natürlich sage, okay, gut, die ist konfigurierbar, ja. Wenn ich dann darauf, ja, diesen Gegenstand an sich, oder diese Gegenstände hat es ja vorher schon gegeben, ja, die werden nur neu verschaltet oder die werden neu gesteuert durch die Software, ja. Also das Auto oder das, also der Koffer, ja, da wird jetzt zum Beispiel ein Motor eingebaut und das ist jetzt ein selbstfahrender Koffer, ja, wird gesteuert von der Software, ja. Und wenn man da natürlich jetzt sagen würde, die Software soll jetzt gefälligst geschützt werden durch Patente, da würde ich sagen, nö. Den Koffer hat es vorher auch gegeben, den Elektromotor hat es gegeben. Ja? Der Elektromotor wurde nicht durch diese Software gesteuert, muss auch nicht zu einer Software gesteuert werden oder muss nicht vielleicht durch diese Software gesteuert werden. Das kann ein anderer Programmierer auch. Ja, ist ein Grenzfall, gebe ich zu. Aber die Diskussion muss ja sein. So, was hat das für Auswirkungen für euch? Ja. Wenn es einer schafft, seine Software patentieren zu lassen, ja, dann gilt es nur für den ersten Anmelder. Ja, dann hat der sich ein Monopol auf die Softwareentwicklung gesichert. Und ich muss euch nicht erzählen, was das auch bedeutet für die Weiterentwicklung von Software. Ja. Wir müssen uns dann mit seiner erfundenen zweit- oder dritt- oder viertbesten Lösung zufrieden geben. So, und jetzt haben wir wieder das Problem. Ein Auftraggeber stellt ein Problem und ihr entwickelt Software. Ja? Jeder von euch, es werden mehrere beauftragt. Und alle von euch kommen unterschiedlich zur Lösung hin. Ja? Wenn einer einen patentierbaren Weg einschlägt, ja, dann gilt Folgendes. Ja? Dann könnt ihr euren geschriebenes Programm nicht wirtschaftlich verwerten. Ja? Dann könnt ihr erst dann verwerten, sozusagen, wenn ihr mit ihm ein Lizenzabkommen abschließt. Ja? So, jetzt nochmal zu diesem unsäglichen Begriff computerimplementierten Erfindung. Dieses Beispiel ist so eine Sache, das sagen diese Leute, ja, das ist so eine Art Erfindung, da ist es Computer implementiert. Also da ist ein Computer, da ist die Software nicht mehr zu trennen von dem Gerät. So, das ist, dann halten wir es nochmal, wir arbeiten als Juristen mit der Normalfallmethode, ja, mit Grundsätzen. Also, klar, wenn ein Jurist sagt Grundsatz, ja, dann hat er im zweiten Halbsatz schon die Ausnahmen. Ja. Aber in erster Linie halten wir uns mal nochmal fest, Patentierbarkeit von technischen Geräten ist zugelassen, sogar erwünscht. Ja. Also wir von Patentfrei sagen, also liebe Maschinenbauer, liebe Verfahrenstechniker, ja, wir haben nichts dagegen, wenn ihr euch eure Gegenstände patentieren lasst. Ja? Ich hatte das eben bei der Sache mit dem MP3, das jetzt ein Verfahrenspatent, ja, zugelassen wurde. Sehen Sie denn Verfahrenspatente als besser an? Weil da gibt es dann doch so Musterbeispiele wie, oh, was gab es da jetzt, diese Schwarz-Weiß-Folie, die Bauern angeblich schon seit Jahrzehnten verwenden und die jetzt plötzlich patentiert wurde. Und eigentlich ist nichts weiter als eine Folie, die auf einer Seite schwarz ist, auf der anderen weiß. Nein, um die Wärme zu verbessern. Ja.
Verfahrenspatente sehe ich eigentlich als nicht, auch nicht als gut. An uns Verfahrenspatente haben das typische Merkmal der Trivialität. Ja? Diese schwarzen Folien, wo die Leute gesagt haben, wir, die Bauern auf dem Acker, ja, die haben das ewig lang verwendet. Ja? Also ihr habt das Rad ja auch nicht neu erfunden, da, so gesehen. Ja? Also Verfahrenspatente sind nicht besser. Ja? Softwarepatente haben den Charakter, oft den Charakter von Verfahren. Siehe den Fortschrittsbalken zum Beispiel, siehe die Karteireiter, siehe den Webshop, siehe die was gibt es sonst noch Schönes? Ach, dieses Konami-Patent, ja, dieses Männchen oder dieser Pfeil in einem, dieses Männchen in einem Kreis. Süß. Soll angeblich patentiert, also soll, ist patentiert, ja. Die Patentschrift lautet eine Darstellung auf einem Bildschirmgerät mit Cursorpunkten abgebildet in Kreisform, abgebildet in einem Display zur Darstellung von zweidimensionalen Gegenständen. Schön. Kapieren Sie, was los ist. Ja? Ist klar? Ja. Zum einen mal, wie gesagt, ich sehe nichts, was daran patentierbar sein sollte. Es hat keine nennenswerte Erfindungshöhe. Wir auch nicht. Aber das Problem ist, diese Patente gibt es. Schauen Sie auf die Seite swpat.ffi.org. Ja? Dann können Sie sich diese Patentschriften runterladen. Und es werden Ihnen die Augen aufgehen, was alles patentiert werden kann. Ja? So, jetzt haben wir wieder diese Einschränkung. Ja, Software als solche. Ja? Was bedeutet das? Ja, der Software als solche, das schießt den Leuten ins Genick bei computerimplementierten Erfindungen. Also zum Beispiel, wenn also ein patentierbares Gerät eben dieses Beispiel Software zum Funktionieren überhaupt benötigt. Also ich nehme mal an, stark an, dieses Gerät, was du da gesagt hast oder vorgestellt hast, das braucht die Software zum Funktionieren. Die Schwierigkeit ist die Abgrenzung überhaupt nicht das, was ich habe, Hardware oder Software. Weil ich habe halt Logik, das heißt, ich habe eine Gatterschaltung. Ja? Ja. Ganz normaler, fest verdrahteter Logik. Das sind einfach Bullshit-Gatterschaltungen. Ja. Die könnte ich aus diskreten Elementen zusammenbauen. Stattdessen gibt es das eben als integrierten, rekonfigurierbaren Chip. Und ich kann im Prinzip durch eine Definitionssprache festlegen, wie sich in diesem Chip die Gatter miteinander verbinden. Dann ist aber der Chip so gestaltet, dass er auf Software angewiesen ist. Der Chip wird einmal konfiguriert. Ja. Die Software stellt die Schalter. Ja, aber die Argumentation läuft doch daraus, also dass ich zuerst mal dieses Gerät habe und dann, wenn ich diese konfiguriere, dann habe ich ein ganz anderes Gerät. Ja? Und dieses ganz andere Gerät, ja, das will man sich doch schützen lassen. Ja? Und da kommen die Streitigkeiten her. Ja? Das ist ein Grenzfall. Ja. Okay, was mache ich bei Patentstreitigkeiten? Aber können wir gerne nochmal drüber diskutieren. Ja? So. Das Ganze ist so der typische Anfang, ja, es flattert eine Abmahnung ins Haus. Ein pumpiger Anwaltsbrief, ja, begleitet mit einer gepfefferten Rechnung. Ja? Sie haben dieses Gerät und jenes erfunden, wir haben da Patente drauf. Die Patentschriften werden dann auch vielleicht nochmal als Anlagebeihilfe, das Schreiben ist so dick. Macht schon von der Masse her Eindruck. So, und jetzt ist es so. Sie werden jetzt natürlich aufgefordert, ja, erstens natürlich die Anwaltsrechnung sofort zu begleichen und zweitens natürlich Ihren Code herauszugeben.
Das kann bis zur Beschlagnahme kommen. Dann sagen, okay, sich zu verpflichten, diesen Code nicht mehr zu vertreiben. Ja? Und dann wird Ihnen noch angeboten, vielleicht ein Lizenzierungsangebot, natürlich zu weit überhöhten Preisen. Ja? So, lassen Sie die Frist verstreichen. Ja, sehen Sie sich wieder vom Landgericht. Ja, ursprünglich, also Patentverletzungsverfahren werden vom Landgericht abgehalten. Ja, Landgericht, merken, Anwaltszwang. Ja, können Sie nicht alleine hingehen, brauchst du einen Rechtsanwalt. Rechtsanwalt, der arbeitet nicht umsonst, der arbeitet mit Gebühren. Ja, das ist so. Ja, bitte. War das eine Frage? Nee, gut. Die Gerichte, ja, die sich damit jetzt dann befassen, ja, die sind an die Entscheidung des EPAs gebunden. Ja? Also das Gericht kann nicht sagen, Entschuldigung, dieses Softwarepatent ist trivial. Das geht nicht. Ja? Das ist nämlich das Hauptproblem, das ist nämlich das Hauptrisiko. Wenn Sie durch so ein triviales Softwarepatent geärgert werden, ja, dann bleibt Ihnen nur die Anfechtungsklage vom Bundespatentgericht. Ja? Diesen Weg müssen Sie zunächst gehen. Ja, Sie haben aber den Prozess vom Zivilgericht laufen. Was macht man dann? Ja? Setzen wir uns nochmal mit der Ansprüche des Patentanmelders an. Ja? Sie wehren sich erst einmal gegen die Unterlassung. Ja? Sie wehren sich natürlich auch gegen die Vernichtung des patentverletzenden Gegenstands. Zuerst mal gehen Sie gegen die Vernichtung des patentverletzenden Gegenstandes vor. Ja? Vernichtung ist immer der größere Hammer als diese Unterlassung, das zu verteidigen. Vernichtung ist ein Eingriff auch ins Eigentum. Ja? Also es muss schon sehr, sehr begründet sein, ja? Wenn der Patentanmelder berechtigt ist, eine Vernichtung von Software zu fordern. Ja? So, dann ist es natürlich auch heikel, ja? Sie müssen sich wehren gegen diese Ansprüche auf diese Offenlegung Ihrer Vertriebswege. Sie haben die Software schon in den Verkehr gebracht, ja? Der kann berechtigt wissen, wer waren die Abnehmer. Ja? Wie viel haben Sie denn vertrieben? Was genau? Ja? Sie müssen Ihre Kunden offenlegen. So, und dann ist es okay, dann will er sich natürlich noch an Ihren Einkünften beteiligen. Ja? Was haben Sie denn eingenommen? Ja? Auch Ankunft aus Auskunft. Auf Anspruch auf Auskunft. So. Dann ist es so, Schadensersatzansprüche kommen meistens nicht durch, weil man sagt, mir fehlte der Vorsatz, ja? Fahrlässigkeit, weiß ich nicht, also Fahrlässigkeit ist immer schwierig, weil bislang ist noch keine Verpflichtung, bei jedem Verkauf von Software, bei jeder geschriebenen Software automatisch eine Patentrecherche durchzuführen. Diese Pflicht gibt es nicht. Diese Pflicht gibt es nicht, ja. Wenn es diese Pflicht nicht gibt, dann kann ich auch nicht fahrlässig die Rechte verletzen. Ja? So, dann klar, wenn es in die Hosen geht, der Verlierer trägt die Kosten. Ja? Verliert der Softwareentwickler, zahlt er voll. Auch den Anwalt des Prozessgegners, auch den Anwalt des irgendwie Sachverständigen Gerichtskosten. Eben natürlich umgekehrt, gewinnt er, ja, kriegt er alles. Zurück, kriegt er die Kosten zurück, ja. So, warum gibt es so wenig Patentstreitigkeiten oder warum erregen die sich so aufsehen, ja? Es ist in erster Linie, wir haben ja zu Beginn dieser Präsentation diese gesetzlichen Grundlagen gesehen, wir haben ja auch mal uns befasst mit diesem EPÜ, ja. Es reicht nicht für die Patentierbarkeit für Software. Das sehen die großen Unternehmen, also die bekannten Betriebssysteme aus Redmond, ja, sehen das schon ein. Ja. Ich kann nicht hergehen und sagen, ja, dieses Programm, ja klar, habe ich ein Patent drauf. Ja. Da sagen wir immer, komm, vergiss es. Das ist keine gesetzliche Regelung in der EU. Ja. Du musst schon herkommen, du musst schon dir in der Argumentation einen abbrechen, zu sagen, diese Erfindung ist computerimplementiert. Ja, das ist ein technisches Gerät. Ja,
Und dann haben wir gesagt, okay, das Verfahren, oder meistens, wenn sie sagen, ja, das Verfahren wird geschützt. Ja, aber das Verfahren kann man auch nicht durchführen. Ja? Ich baue da einen kleinen Kinken in mein neues Verfahren und schon ist das ein ganz anderes Verfahren. Sonst ist das nicht das identische Verfahren. Ja? Mach zum Beispiel bei diesem Konami-Männchen einen zweiten Kreis rum. Edge. Ja? Ja, komm. So, jetzt gehe ich mal davon aus, wie wehrt man sich davon? Ja? Wir sagen Argumentation. Wir kennen ja viele Firmen, die da versucht werden, auch mal abgemahnt. So, es gibt ja also diese Patenttrolle, die also Firmen, die sich darauf spezialisieren, Leute abzumahnen. Diesen Code, der verletzt die Software. Dann sagen wir, gut und schön, ja, aber stell doch mal bitte auf den Quellcode, unseren Quellcode ab, ja. Das ist urheberrechtlich geschützt, ja. Ja, das kannst du nicht patentieren. So, dann, was noch? Absprechen der Technizität. Sie müssen Ihr eigenes Produkt jegliche Technizität absprechen, wenn Sie sich dagegen wehren. Ja? Sie müssen abstellen auf Ihren Code. Ja? Sie können sagen, okay, es wird in technischen, natürlich wird es in technischen Umgebungen eingesetzt. Ja? Nur, es ist eine Verfahrensanweisung. Was soll das Gerät bitte tun? Ja? Was soll dieser Controller ausführen? Ja? Und Verfahrensanweisungen, dann ist es so, dann bietet sich immer der Vergleich mit der Bedienungsanleitung. Ja, Sie kriegen zwar die Waschmaschine, die vielleicht Patente hat, glaube ich nicht, schon lange vorbei, ja, aber nehmen wir mal an. Ja, dann kriegen Sie aber das Programmheftchen dazu, aber da bestehen keine Patente drauf. Ja, das ist ja Text, ja, das kann ich auch in Kisueli übersetzen, das kann ich hier irgendwie auch bemalen, Bilderchen dann bemalen, ja. Da gebe ich keine Patentverletzung, ja. Das ist eine reine Anweisung, das ist ein geschriebener Text. Ja? So, und dann ist es natürlich auch so, meistens, wenn Sie Software-Komponenten einsetzen, schon vorher geschriebener Code, ist das natürlich für Sie ein Glücksfall. Das ist ja auch ein starker Punkt. Die sagen, also passen Sie auf, ich habe einen komplexen Code geschrieben, ja, der ist deswegen, er wird zwar in der technischen Umgebung eingesetzt, ja, aber er sagt, er gibt eine Verfahrensanweisung vor. Ja, bitte? Kurze Frage zum zweiten Punkt. Wenn Software nicht technisch ist, nach ja. Wie konnte denn das BGH da das Urteil fällen? Oder wie der BGH das... Ja, weil das doch eigentlich ein Widerspruch ist. Ja, ist es ein Widerspruch. Es ist zwar höchstrichterliche Rechtsprechung, aber trotzdem können Juristen immer noch der Meinung sein, dass der BGH da falsch entschieden hat. Ja, und es gibt... Bitte? Das ist doch ziemlich evident aus der Definition. Für uns ja. Er hat argumentiert mit dieser engen, da kam zum ersten Mal dieses Naturkräftekriterium auf und da kam es, er hat sich rausgeredet auf eine gewisse Schöpfungshöhe. Das ist also diese Verschaltung, Software und Verschaltung. Erstens eine enge Verzahnung ist und zweitens, dass er eine gewisse Schöpfungshöhe erreicht hat. So, und da sagen natürlich die vielen Kritiker, sagen, ja, wann ist jetzt die Schöpfungshöhe erreicht? Ja, 100 Schöpfungshöhe, 100 Punkte, 200 Punkte, der Kandidat hat nur 50 Punkte, zu wenig. Ja, kann man nicht definieren. Ja. Die Schöpfungshöhe ist auch ein begrenztes Kriterium. Etwas kann eine gewisse Schöpfungshöhe haben, aber das sind auch Kapazitätskriterien. Das sind auch zwei getrennte Paar Schuhe. Ja, aber eine Schöpfungshöhe kann man auch innerhalb der Technizität feststellen. Ja. Diese Technizität, diese technische Implementation, ja, ist nicht trivial, ja, sondern hat eine gewisse Erfindungshöhe erreicht. Ein gewisses Hirnschmalz wurde da verbraucht. Ja. Das konnte nicht jeder beliebige Ingenieur zusammen tüfteln. So. Und dann ist es natürlich so, immer darauf abstellen, kann die Erfindung des Gegners, ja, die dadurch versucht wird, da durchzusetzen, kann die nicht durch reine Hardwarelösungen realisiert werden? Ja, immer das aufbringen. Ja, erstmal das behaupten. Ja,
dann wird es schon mal sehr schwer für den Softwareentwickler, der sich auf Patente beruft, da zu argumentieren und damit zu halten. Ja? Da wird dann in den meisten Fällen dann auch die Patentverletzung abgelehnt. So, was macht man natürlich? Es reicht nicht aus, wenn man nur reagiert. Ja? Man kann natürlich auch geeignete Vorsorge treffen. Das ist in erster Linie ganz wichtig für jedes wirtschaftliche Unternehmen, dass es eine betriebliche Haftpflicht abschließt. Sollte man machen. Auch für Freiberufler, IT-Leute gibt es so eine Art IT-Versicherung. Ja, da gibt es viele, ja, da gibt es einfach nur, da kann ich nur sagen, machen, ja, aber vergleichen müsst ihr, ja, ihr müsst euch das Risiko absichern, also ich will da keinen Versicherungskaufmann spielen. Ja. Dann ist es natürlich so, okay, ja, konsequente Marktüberwachung, ja, klar, das kann ein kleines Unternehmen natürlich nicht so einfach, ja, dauernd Patentrecherchen durchzuführen. Ja. Diese Zeit habe ich nicht, wenn ich zum Beispiel einen Auftrag habe und der schnell abgewickelt werden muss. Ja. Und dann natürlich gibt es Möglichkeiten, wenn ein anderer Kollege ihren geschriebenen Code umsetzt, ja, dann können Sie natürlich Ihre eigenen Urheberrechte durchsetzen gegenüber den anderen Kollegen. Ja. Und dann natürlich, wenn gar nichts anders geht, ja, wenn man sich nicht einigt, bevor man ein Urteil bekommt, kann man sich ja vielleicht auf ein Lizenzierungsabkommen einigen. Frage dazu, was ja? passiert in den Fällen, ich sag mal, okay, ich kann die Verfahrenskosten im Fall des Falles nicht leisten, ja, und schließe ein Lizenzabkommen. In dem späteren Verfahren wird das Patent angefochten, erfolgreich. Ja. Nein, kommen Sie nicht. Es sei denn, Sie haben eine Klausel drin, ja, und das ist, wenn man Lizenzierungsabkommen schließt, dann sagen wir, schaut auf die Klausel, dass im Falle einer nichtigen Erklärung des Patentes das Lizenzierungsabkommen auch tot ist. Ich muss das vertraglich festlegen. Ja? So. Dann möchte ich mich natürlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ja, ich hoffe nicht, dass ihr jetzt zu resigniert seid. Ja, ihr könnt noch was tun. Ja, also ihr könnt natürlich noch was tun, also nicht den bewährten Urheberrechtsschutz, ja, nicht durch weitere Softwarepatente pervertieren lassen. Dann könnt ihr uns anschließen durch ja, die Initiative patentfrei.de. Schaut mal auf die Webseite www.patentfrei.de. Das sind sehr viele Unternehmen schon Mitglied. Es sind Argumentationshilfen drauf. Es sind Haftungsrisiken. Es ist eine Broschüre über Haftung, ausgefertigt durch eine Anwaltskanzlei. Und hier sind nochmal die Quellen zum Mitschreiben. Wenn ihr wollt, hier sind natürlich auch diese Quellen, woher ich meine Informationen habe. Und die Links sind eigentlich alle da. Das WLAN funktioniert hier nicht. Das kann ich leider nicht, ich kann es euch nicht zeigen. Und ich müsste raus aus dem Programm. Ja, macht er nicht. Ja, gut. So, noch weitere Fragen? Ja. Was wäre denn jetzt, sagen wir mal, wenn es wirklich ein freies Softwareprojekt ist, wo sich ein paar Entwickler zusammentun, das auch Spaß und Freude machen und dann vielleicht an den Maintainer oder so einen Brief kommt, weil irgendjemand ja, toll ist, ja, ja, die Software einfach abgeschlossen ja wird? Ich meine, so ein Projekt kann sich ja keine IT-Versicherung, ich weiß nicht, ob die meisten werden nicht verdenken oder so bekommen und machen. Was sind denn da Abwehrmöglichkeiten? Wie geht man dann am besten? Das ist ja nochmal ganz anders. Ich habe, also in erster Linie habe ich, es kommt immer, man muss auf die Position des Angegriffenen abgestellt. Also wird die Initiative jetzt angegriffen, ja. Dann kann diese Initiative sich zum Beispiel an patentfrei.de wenden. Wir sind keine Rechtsschutzversicherung, ja, das ist klar.
Wir sind auch keine Leute, die Prozesskosten übernehmen. Ja? Wir können nur, und das machen wir sehr erfolgreich, Argumentationshilfen geben. Munition. Ich meine, es gibt viele Anwälte, die sich mit Urheberrechtsschutz in Software, das ist nicht ihr Thema. Ja, der Familienanwalt, der macht Ehescheidung oder Unterhaltsrecht. Ja? Und dann können Sie nicht zu dem, oder Sie könnten zwar zu dem hingehen und sagen, ja du, ich habe da jetzt ein Problem mit der Implementierungsabkommen, mit dem Software-Implementierungscode. Ja? Das ist genauso, wie wenn Sie zum Beispiel bei Knieschmerzen zum Herzchirurgen gehen oder zum Internisten. Ja? Ja. Also ich denke, dieser Vorschlag, der eben gemacht wurde, wird in der Praxis schon fast alles abdecken, was dann nicht mal war. Verein gründen und der Verein vertreibt die Software. Wird der Verein irgendwie beobachten? Und der Vorsitzende haftet? Nee. Der Vorsitz haftet mit seinem Privat. Nee, nicht bei dem V. Doch. Mittlerweile ja, natürlich. Also das ist also bei Fehlverhalten ja. Bei Fehlverhalten, ja. Das ist auch kein Fehlverhalten, wenn ein Patent übersieht. Okay. Sollen wir erstmal jemanden mehr am Zeug geben? Ja, natürlich. Juristen sind, also sind Streithanseln, sind Leute, die einfach gerne Leute in die Leiste pieken. Ja, es macht denen Spaß. Ja. Könnte. Vielleicht im juristischen Konstrukt, wenn irgendwie eine Gemeinschaft was erfunden hat, ist ja vielleicht die Gemeinschaft Urheber. Und wenn es eine Gemeinschaft ist, wann ist die denn tot? 70 Jahre nach Tod. Nach Auflösung. Also Gemeinschaften sterben durch Auflösung oder durch Insolvenz. Also das mit 70 Jahren nach Tod spricht ja dafür, das ist ja, das ist Maximum. Das Maximum. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Fällen ist. Urheber kann auch eine juristische. Ja. Nein, ich muss nicht den Koffer zerstören. Ich muss dieses Programm zerstören. Dieses Programm. Oder ist Gegenstand wieder anders gemeint? Gegenstand ist dann wieder anders. Gegenstand ist, ich habe gezaubert, ja, ich habe jetzt eine Software reingebaut, einen Elektromotor, ganz neuer Gegenstand. Okay, Gegenstand. Das Ding heißt jetzt nicht mehr Koffer 1.0, sondern Koffer 2.0. Reloaded. Okay, Gegenstand ist in diesem Sinne Sache, also nichts Materielles, sondern das, worum sich durch ja. Dieses Ding dreht. Genau. Klar, darauf habe ich gewartet. Nein, also ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wenn man wirklich, wenn man sagt, okay, wenn man Software entwickelt und vertreibt, dann ist das natürlich nicht schlecht, wenn man eine Betriebshaftpflicht und wenn man einen gewissen Umfang erreicht an Vertrieb, dass man auch an eine Rechtsschutzversicherung denkt. Ja? Denn Erfolg, wirtschaftlicher Erfolg macht Neider. Wenn ich zum Beispiel in meinem stillen Kämmerlein für eine Community schreibe, ja, dann brauche ich eine überdimensionierte betriebliche Haftpflicht mit Eigenbeteiligung von 50.000 oder abgesichertes Risiko von 16 Millionen. Gibt es? Ja, brauche ich sicher nicht. Also also nein, ganz klares Nein, kein Informatikerstudent sollte zum Abschluss einer Rechtsschutzversicherung genötigt werden. Muss nicht sein. Ja, bitte. Ja, meistens. Was sehr schwierig ist bei Rechtsschutzversicherungen, grundsätzlich sind sie bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, sind sie also knickerig und bei Wettbewerbsstreitigkeiten. Ja. Bei Wettbewerbsstreitigkeiten ist es Case Law. Ja. Und meistens also die Streitigkeiten, die Wettbewerber durchführen, sind lange und landen immer vor Gericht und kosten viel Gebühren. Also es gibt aber Versicherungen, die gewisse Risiken absichern. Ja? Nur da muss man ganz ehrlich, da reicht es nicht, dass man mit einem Versicherungsvertreter da spricht, der den Herrn Kaiser kommen lässt, ja? Und sagen, ja, hallo, hier bin ich, sondern da muss man schon
mit einem Versicherungsmakler, der auf meiner Seite steht, ja, und der erstmal einen Risikencheck macht. Ja. Also mir scheint ja das gesellschaftliche Hauptproblem zu sein, dass diese Softwarepatente überhaupt erst erteilt werden. Ja. Wie kann man das denn, wie kann man das europäische Patentland dazu bringen, damit aufzuhören, wenn man nicht schon mit gesetzlichen Grundlagen nicht kommen kann? Durch gezieltes Lobbying. Durch gezieltes Lobbying, okay, diese patentfrei, es ist, also wir haben ein Newsletter. Wir haben natürlich auch gewisse Veranstaltungen gehabt. In Brüssel war es, glaube ich, im Juli, da hatten wir einen Vertreter zu einem Konferenztalks hingeschickt. In solchen Fällen schreibe ich immer gerne meinen Lieblingsvolksvertreter am Bundestag. Richtig. Hat der Bundestag da überhaupt irgendwas zu sagen? Er hat mehr zu sagen, als er sich zutraut, sagen wir mal so. Ja? Also, viele Leute, viele Abgeordnete wissen überhaupt nicht, was los ist. Die machen sich keine Gedanken, dass also zum Beispiel der IT in eine Veranstaltung zum IT-Gipfel im Februar dieses Jahres gesponsert wird von einem bekannten Unternehmen aus Redmond. Muss ich keine Gedanken, ja, das kommt halt das Freibier davon. Also, vielleicht hat es kein Freibier gegeben, aber das Material oder das Essen und so. So, stört mich nicht. Manche sagen, ich bin Abgeordneter, ich bin ein Vertreter des Volkes. Eigentlich muss ich mein Gewissen entscheiden lassen und nicht irgendwelche Prämien oder was weiß ich, Reisen oder sonst irgendwas. Patentschrift muss ja erstmal offengelegt werden, bevor das Patent erteilt wird. Und dann könnte man ja theoretisch auch gucken, ja, gibt es das denn schon? Ich glaube, gerade bei Software kann ich mir vorstellen, dass irgendwo im Internet irgendjemand mal so einen ähnlichen Algorithmus vielleicht mal auf seiner Homepage vorstellt. Gibt es da solche Bewegungen wie praktisch Offenlegungsschriften? Naja, so ein bisschen im Auge behalten, sobald irgendwas gefährlich werden könnte, an die Leute, also die Leute, die Gruppe dann das Netz durchsucht, um diese Patenterteilung zu verhindern. Es gibt auf der, es gibt den FFI, den Förderverein für Informations- und Freiheit, Informations, FFII.org. So, da gibt es auf der Webseite, gibt es zum Beispiel den patentierten Webshop. Da wird erstmal ein Patent dargestellt, was da alles patentiert ist. Also das ist auch für viele Entwickler, für viele Webdesigner interessant, was eigentlich da patentiert wurde. Ja? Nur jeder weiß, das können die deswegen nicht durchsetzen, weil sie sagen, die Argumentation ist so, ich habe ja den Webshop erfunden, ja? Und du benutzt jetzt mein Modul und dann sage ich, leg doch einfach mal den Quellcode offen. Leg doch den Quellcode offen. Wenn es nur das Verfahren ist, meistens wird ja das Verfahren geschützt. Ja? Dann mache ich also, dann mache ich zum Beispiel wie bei diesem Konami-Männchen, ja, dann mache ich zwei Kreise drum. Anders. Ja. Ist nicht eine der Möglichkeiten, möglichst viele Ideen möglichst schnell frei zu veröffentlichen? Das ist der Gedanke der Open Source und das, also ja, finde ich gut. Nach dem Motto, ich habe eine Idee und sage, das könnte man machen und ja, sofort irgendwo hinschreiben, sodass man auch sagen kann, hier, das gibt es bevor Veröffentlichung, das können alle nutzen. Wäre natürlich, aber es ist ziemlich altruistisch gedacht. Ich meine, nicht jedes, ich meine, manche Leute wollen sich ja die Ideen schützen lassen und wollen natürlich sich ein Monopol erkattern auf die Idee. Ja, man kann natürlich auch sagen, je mehr man verschenkt, umso mehr kriegt man zurück. Das ist die Idee der Open Source. Ja, aber es, die Gegner sagen, ich möchte Gewinn machen. Eine Frage noch. Hörst du vorhin das Wort geistiges Eigentum? Ja. Das solltest du nicht tun. Nein. Das ist ein Wort, das keinen Sinn macht. Und es vermischt diverse Konzepte, die auch nicht miteinander zu tun haben, hier Patente und Urheberrecht. Das ist eine gezielte Verwirrungsstrategie, daher, das ist ein böses Wort. Ja. Ist es. Aber ich wollte ein bisschen provozieren. Ich wollte euch ein bisschen provozieren und dass ihr sagt, jetzt passt mal auf. Okay, ich bedanke mich für euer Interesse und wünsche euch eine gute Mittagspause. Applaus